So, hier setze ich noch einen rein. So, da haben wir nämlich unser Grundfundament soweit auch schon aufgebaut. Ne, ist ja klar. So, können wir überall noch mal kurz einen raufsetzen, dass man es auch ein bisschen besser erkennt. Oh, schön. Romantikstimmung bei Minecraft. Die Sonne geht unter und der Himmel verfärbt sich rot. Ein Zeichen, schlafen zu gehen. Nein, natürlich nicht. Ein Zeichen, um Glas herzustellen und sich vor irgendwelchen Kreaturen in Sicherheit zu bringen. So, hier lasse ich mal noch eine kleine Stufe, weil wir wollen ja eh noch reingehen später. So, das floppe ich mal noch mit schnell. So, und ab durch die Türe. Zack. Tretet ein, bringt Glück herein. So, wie sieht unsere Decke aus? Wo ist das denn hier? Ach so, das ist ja. Ich dachte gerade, was ist denn das? Der magische Kreis. Ja, so schaut das aus, also wenn man reinkommt. Das sieht doch gut aus. Das ist doch schon mal besser als das erste Erdloch, was wir uns erstellt hatten. So, und jetzt will keine Müdigkeit vorschützen. Jetzt werden wir erstmal anfangen mit. Mit was fangen wir jetzt an? Mal, ich würde sagen, mit dem Inventar. Dann gucken wir uns mal an, was wir jetzt alles hier haben. Hier hat sich ja noch nicht sehr viel verändert. Kohle. Ah ja, Sand. Kohle haben wir 9. Ah, wir verbrauchen erstmal die Bretter. Genau. So werden wir das mal machen. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu unserem Ofen. Da kann man nicht nur tolles Essen fabrizieren, sondern hier verbrauchen wir mal die Eichenholzbretter. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Und Sand. Hier, kloppen wir gleich mal da rein. So, die Flamme geht an und jetzt warten wir mal kurz und gleich müssten wir Glas hergestellt haben. Beziehungsweise Glasbausteine, also keine Fensterscheiben, sondern Glasbausteine. Die sehen hier auch ganz lustig aus von den Texturen her in der Classics-Version. So richtig schön schlicht. Da haben wir auch schon den ersten. Mal gucken, wie viel wir rauskriegen. 2. So. Ja, das sieht doch mal ganz gut aus. 3. Na, kriegen wir 4 raus, ne? Das sollte reichen eigentlich. Erstmal. Fürs Erdgeschoss. Schön mit Blick zum See. 4, 5 sogar. Schön. La, la, la. Schöne Musik. Schön beruhigend. 5, warte, bloß, da kriegen wir 6 raus. Tatsächlich, also kriegen wir 6 Glasbausteine. Das ist schon mal sehr gut. Mehr als erwartet. Mehr als erwartet. So, das war's. 6-mal Glas steht uns jetzt zur Verfügung. Sand nehmen wir wieder mit. Zack. Und da können wir auch aus dem Ofen schon rausgehen. Ja, und weil das so schön ist, können wir jetzt gleich mal die Glasbausteine auch setzen. Die Frage nur, wo setzen wir sie hin? Hier ist der See. Mit Blick zum See. Deswegen würde ich schon fast sagen, machen wir hier auf jeden Fall, ne? Also, hier ist ja die Tür, die nach außen schaut. Also, ich würde mal sagen, hier. Da macht sich doch ein Fenster eigentlich ganz nett. Setzen wir da mal ein Fenster rein. So. Schön. Gucken, wie das ausschaut. Ja, kann man daneben auch noch eins setzen. Dann vergrößert man das ein bisschen. So. Zack. Gucken wir da, wie es ausschaut. Ja, na, das sieht doch toll aus, ja. Schön, so ein Aussichtsfenster. Oh, und da kann man da hinten dann schön noch Blumen hinpflanzen. Das kann man natürlich abtragen. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, wie würde das aussehen, wenn ich jetzt hier noch ein Fenster reinmache? Ob das gut ausschauen würde? Ich weiß es nicht. Und hier war ja auch so ein schöner Sonnenaufgang gewesen. Deswegen, vielleicht können wir hier auch noch ein Fenster setzen. Hier vielleicht. Einfach probieren. Wenn nicht, müssen wir es wieder abreißen. Setzen wir da mal ein schönes Fensterchen rein. Ja. Ein bisschen Tageslicht haben. So, machen wir auch 2. Doch, 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 da bin ich zufrieden mit. So. Und hier. Und zack. Eine schöne Aussicht. Ja, jetzt kann man nicht mehr von Bunker sprechen. Jetzt haben wir schon
recht gemütlich gemacht. Ja, hier will ich jetzt kein Fenster setzen. Ich denke mal hier hinten, da so in dem Bereich, da werde ich dann den Aufzug machen, also die Leiter erstellen. Denke ich mal, dass ich das so machen werde. Dass wir dann von unten quasi hier nach oben in die erste Etage kommen werden später dann. Das ist eigentlich ganz schick, glaube ich. Ja, doch toll. So, und hier ist mir das noch ein bisschen zu dunkel. Also ich würde gerne noch, ich glaube, das würde gut aussehen, wenn ich hier noch eine Fackel hinpacken würde. Oder? Obwohl, dann spiegelt es ja hier. Das ist ja dann auch doof. Nee, dann machen wir erstmal was anderes. Nämlich, wir werden jetzt, wo wir doch schon schön dabei sind, hier mit dem Schmelzen, kurz mal das Inventar wieder öffnen. So, wie viele Bruchsteine haben wir denn noch? Ach, schon wieder Bruchsteine alle. Da haben wir nur noch 9. So, Sand heben wir mal auf. Gucken, welche mal gebrauchen. Genau, Eisen wollte ich ja schmelzen. Also jetzt brauchen wir halt doch die Kohle. Dann packen wir mal in den Ofen rein. Und wo ist unser Eisenerz? Hier. So, da haben wir 5 mal Eisenerz. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Wie viel? Weil auf jeden Fall will ich mir ein Eisenschwert basteln, für den Fall der Fälle, falls doch mal ein Monster attackiert. Ich bin zwar wirklich sehr vorsichtig, weil ich halte mich nachts meistens immer im Gebäude auf, aber es kann ja sein, dass wir später mal auf Wanderschaft gehen und wir stoßen auf eine Spinne oder auf einen Zombie oder einen Creeper oder was weiß ich, irgendwas für ein komisches Gesumpe, was da draußen rumwandert. Und da habe ich dann schon gerne eine stabile Waffe irgendwie und da ist so ein schönes ritterliches, altes, antikes Eisenschwert auf jeden Fall besser als ja ein steinzeitliches Steinschwert oder ja ein Holzschwert irgendwie vom Trödelmarkt. Deswegen hier ganz cool erstmal ein Eisenschwert machen. Und wenn ich Glück habe, bleibt sogar noch ein bisschen was übrig, ein bisschen Eisen, um ein Scherapparat herzustellen, um die Schafe zu scheren, um ein kleines Bettchen zu machen, weil da brauche ich nämlich Wolle für. Und Holz. Und Holz sehe ich gerade, ist alle. Also müssen wir auf jeden Fall den morgigen Tag nutzen, mal einen Baum zu fällen. Und wenn ich Glück habe, und ich hatte Glück, ich habe 5, und ich glaube, das sollte reichen. Ich glaube, das sollte sogar reichen. Kohle ist auch noch übrig geblieben. Cool. So, dann gehen wir jetzt einfach mal. Erfolg erzielt. Schmiedekunst. Na, wenn das nichts ist. Ja, und da werden wir jetzt mal gucken. Hier bei unserer Crafting Bank. So, Glas brauche ich erstmal nicht. Kann ihn nach oben schieben. Holzschwert packe ich hier hin. Das packe ich hier hin. Das packe ich hier hin. So, und die Stöcker, die brauche ich jetzt hier. Und jetzt nehme ich mir das Eisen. Eins und noch eins. Ja, voilà. Und schon haben wir ein Eisenschwert. Und das macht wesentlich mehr schon. Anrichten, hier 6 Angriffsschaden, wunderbar. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als die vorigen Versionen, die wir von unserem Schwert hatten. Eine Eisenspitzhacke erstelle ich erstmal noch nicht, weil ich nicht davon ausgehe, dass wir jetzt demnächst in eine Höhle reingehen, um nach Redstone zu suchen oder anderen interessanten Erzen. Das machen wir alles auch später, wenn wir besser ausgerüstet sind. Erstmal gucken wir uns nur die Umgebung an und machen die Grundsachen soweit fertig, dass wir da wirklich gut ausgerüstet sind. So, und jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie das war mit unserem Share-Apparat. Mal kurz gucken. Ach, da ist er doch schon. Perfekt. Da haben der Sch die, ach, die Schere, das ist eine Schere. Ich sag immer Schere. Schere. Ist aber gar kein Scherer. Das sieht gar nicht aus wie eine Schere. Ich sag dazu mal Share-Apparat, aber das ist tatsächlich eine Schere. Ach du liebe Güte. So, ein bisschen durcheinander hier. Warum ist denn das so furchtbar durcheinander hier bei mir? Ja, ein bisschen aufräumen. Was machen wir jetzt mit dem Holzschwert hier? Mit dem. Das ist ja. Naja, das Verruppeln war auch noch. Also, Holz hacken müssen wir gehen. Und. Was war noch? Und Schafe scheren. Ja, genau. Das ist das nächste, was wir machen werden: Schafe scheren und Holz hacken. Gut. Glas. Was mache ich jetzt mit dem Glas? Also das packe ich jetzt erstmal schnell in das Inventar noch rein, bevor wir rausgehen. Sand brauche ich jetzt nicht. Können wir auch hier reinpacken in die Truhe. Glas können wir in eine Truhe packen. Brauche ich auch erstmal nicht. Und die Eisenbarren brauche ich auch erstmal nicht. Kann ich auch hier reinpacken in die Truhe.
Kohle lasse ich immer mal für Notfall. Die Fackeln. So, na, da haben wir ja ein bisschen Ordnung auch geschaffen. So, coole Sache. Das heißt, jetzt geht's raus ans Holzhacken und ans Schafe scheren. Guten Morgen! Womit fangen wir an? Mit dem Schafe scheren oder mit dem Holzhacken? Was ist das hier? Da ist ja ein Skelett drin. Was macht denn das Skelett in der Grube? Aber der gibt ja bestimmt einen Knochen für ein Vollfell. Sag mal. Komm mal her hier, du mein Freund, du. Ich sag dir. Was machen wir? Wie mache ich denn das jetzt? So, Kumpel, Attacke. Komm her, du Sau. Ah. Sind noch mehr Gelumpe drin. So, jetzt haben wir nämlich einen Knochen. Seht ihr, Leute? Das war jetzt hier so ein Gerippe. Das hat mir zum Glück keinen Schaden zugefügt. Der Trottel, der konnte nicht mal richtig zielen. Mein Glück. Zwei Knochen, das sollte ausreichen. Damit kann ich mir einen Wolf suchen und den dann zähmen. Und somit habe ich einen treuen Begleiter, einen schönen Hund. Ja, der Freund des Menschen, der Hund. Da hat er nämlich reingezielt. Seht ihr? Ist ja lustig. Kann man die mitnehmen? Nee, die kann man nicht mitnehmen. Schade. Dann hätte ich nämlich hier die Pfeile, aber ist mir auch egal. Ja, sieht aber ein tolles Eisenschwert hier machen kann. Ich weiß zwar nicht, was das Skelett da unten gemacht hat, weil es ja eigentlich hell. Was war jetzt? Ach so, genau. Ich brauche ja Holz. Nehmen wir doch gleich hier die gute Birke. Birkenholz geht immer. So, ein Beil brauche ich. Dann nehmen wir dieses hier. Und da rödelt er den Baum ab. So, das brauchen wir nämlich dann für unser Bett, weil ich will mir nämlich ein Bett mal bauen. Und ein bisschen Holz, wie gesagt, kann man immer mal gebrauchen, weil man ja auch gerne das in den Ofen reinschmeißt, wenn man keine Kohle hat oder so. Oder auch später mal in der Höhle, habe ich gelernt, ist immer gut, Holz bei zu haben, um manchmal speziell eine Werkbank schnell zu craften, um weiteres Werkzeug zu holen. Das kann manchmal lebensnotwendig sein. Deswegen immer genügend Sachen im Inventar haben, wie Holz oder auf jeden Fall auch Erde. Nur dazu werde ich später dann nochmal kurz kommen, wenn wir, nehme ich ein anderes Holz, oder nehme ich Birke, nehme jetzt das hier. Weil, das will ich euch dann später mal zeigen, weil das Erde sehr wichtig auch in einer Höhle ist, um dort auch wieder rauszukommen. Möglichst einfach. Das sind so ein paar Erfahrungen, die ich selber gesammelt habe jetzt in diesem, ja, halben Monat, was ich Minecraft gespielt habe. Erstmalig übrigens. Ja, da sieht man schon die Silhouette von unserem Haus hier schön. Und was war jetzt gewesen? Jetzt haben wir Holz. Moment, kurz ins Inventar gucken. Holz ist ja schon mal schön. Was ist das? Ach, mal wieder Weizenkörner. Ach, haben wir doch einen Pfeil gekriegt. Auch nicht schlecht. So, und was war jetzt? Jetzt war scharfe Scheren. Scharfe Scheren, scharfe Scheren. Was ist denn das für eine Grube? Also, müssen wir auch mal markieren, nicht, dass wir da mal reinplumpsen. Wo sind Schafe? Da sind Schafe. Hohoho, da schleichen wir uns jetzt mal an. Achtung. Ja, die befreie dich von der Wolle, Mensch. Das ist doch hier Sommer. Da schwitzt da nicht so. Ach, du gibst ja auch eine schöne Matratze. So, das Tier leidet natürlich nicht. Die freuen sich. Ja, komm, du bist auch noch dran. Schön zum Friseur. Zack. Wunderbar. Habt ihr noch mehr Schafe hier? Mann, hier sind viel Gelumpe hier. Ein bisschen befreien den ganzen Kram. Dass wir hier auch was sehen. Das ist alles Gras hier. Nee. Ach, da hinten seid ihr ja noch. Na, kommt her, Leute. Ja, du auch. Und du kriegst auch noch eine schöne Frisur. Kurzer Frisur ist wieder modern. So muss das sein.